Emotional gesehen muss ich ganz ehrlich sagen, nach diesem Spiel gegen Osnabrück, und ich werde heute nicht gezielt auf dieses Spiel eingehen, auf zwei Standards, die du verursacht hast, dumm verursacht hast, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, du am Ende zu überhastet auch in den Zweikämpfen dann auch reingegangen bist. Und wenn man sich beide Freistöße anschaut, die zu den Toren geführt haben, der eine dann, ja, auf dem zweiten Pfosten, für mich ein irreguläres Tor, soll heute nicht Thema sein, glaube ich, aber auch hier hätte man sicherlich nochmal drüber nachdenken können, wenn ein Gegenspieler eingreift, aber sei es drum, habe ich ein anderes Fußballverständnis. Es soll heute nicht wichtig sein, du holst dir ein einfaches Gegentor ab 0-1 und dann hast du sicherlich mit dem Foul auch ja, von Vrij dann am Ende, glaube ich, der dazu führte. Ja, und Van der Bremt. Van der Bremt dann, weiß ich nicht, ob er schon mit dem Kopf schon in der Kabine war oder ob es dann einfach auch eine Konzentrationsschwäche war. So zieht sich das dann am Ende auch komplett wieder überall durch. Und für mich ist wieder der Frühling angekommen. Ich höre es wieder, meine Kollegen, mein Handy glüht. Nach so einem Spiel Osnabrück 500 WhatsApp-Nachrichten. 500. Und die Jungs, diesen Support, was ihr gerade gehört habt, ja, scheiß auf Schule und Arbeit. Ich höre immer nur von den Jungs, das ist so geil vor den eigenen Fans. Aber wann gebt ihr mal was zurück? Was ist so schwer daran, den Rasen zu Hause zu behalten, den Rasen zu verteidigen, das Stadion zur Festung zu machen? Und ich sage nichts und mit einem riesen Respekt vor Osnabrück, ja, aber ich sage auch, die kommt zweimal vors Tor. Zweimal vors Tor und gewinnt 2-1 in Hamburg. Ist die einzige Mannschaft, aktuell bis dato noch, die uns zweimal in der Saison geschlagen hat und bei drei Siegen zwei gegen den HSV eingefahren hat. Am Ende appelliere ich an die Mannschaft. Es geht nur um die Mannschaft. Leute, ihr geil, Autos geil, alles geil, Klamotten geil, viel Kohle geil. Königsdörfer kommt um die Ecke, der schreit darum, wenn ich nicht mehr Spielzeit bekomme, dann bin ich im Sommer weg. Ein Bakariata, der 5 Jahre unterschrieben hat, seit dem Vertrag, seit der Unterschrift, siehst du nichts mehr. Nichts, aber auch gar nichts. Und dann sage ich, wenn ich mit dem Herzen die Raute und das T-Shirt und das Trikot anziehen darf, was ist daran so schwer am Ende? Mit dem Herzen Fußball zu spielen. Was ist daran so schwer? Wo war euer Entgegenkommen? Nur alleine in Sachen Leidenschaft, Leistung. Und ich gebe alles und kotze nach dem Spiel. Nichts. Gar nichts. Du hättest von 11 Spielern 10 auf den Bügel hängen können, ab in den Schrank, nächstes Spiel, frisch, kannst wieder anziehen. Das war's. Das kann nicht euer Ernst sein. Aktuell kann das nicht euer Ernst sein. Zu Hause und auch, egal welches Spiel, ihr tragt die Raute. Ihr bekommt pünktlich euer Gehalt. Da will ich Leidenschaft sehen. Und da spreche ich für Tausende, wenn nicht sogar 100.000 Fans. Dann am Ende. Und wir sprechen nicht mehr über, na klar, können wir reden, weiter Fußball, hier, bam, bum, bam. Alles das, die ganze Scheiße, die du am Ende dann ja auch zusammengestellt hast. Und heute brauchen wir nicht über einen Steffen Baumgart sprechen, der seit einer Woche da ist, der den Haufen übernommen hat und jetzt dann am Ende ja das Beste daraus machen soll und machen wird. Davon bin ich überzeugt, weil er Leidenschaft mitbringt, weil er das den Jungs vorlebt. Aber nochmal, die Jungs müssen es umsetzen. Die müssen es umsetzen. Und dann höre ich Aussagen wie ein, sage ich jetzt auch mal, Bobby Glatze, 30 Jahre, Bobby, Diggi, du haust da einen raus, Bro. Du haust einen raus und sagst, so dürfen wir nicht spielen. Aber das hast du vor 2 Wochen auch gesagt. So dürfen wir nicht spielen. Baschel Schonlau, von dem ich am meisten halte, weil er unser Sprachrohr ist, weil er unser Capitano ist. Der sagt, wir werden auch wieder aufwachen. Wir werden auch wieder aufwachen. Das ist eine Wahnsinnsnummer. 57.000 im Stadion. Mörder-Support. An den Fans liegt es wieder nicht. Seit 6 Jahren liegt es nicht an den Fans. Und die Jungs lassen nicht ihr Herz auf dem Rasen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Dass wir heute sagen müssen, Wahnsinn, ein Kreativspieler wie Benesch,
fehlt. 3 Spiele gesperrt. Scheiß drauf. Für mich viel zu hoch, aber sei es drum. Ist eine Entscheidung DFB. Viele Entscheidungen beim DFB werde ich nicht verstehen. Aber das soll nicht Thema sein heute. Und du musst, wenn du in der Breite so aufgestellt bist, muss da einer für Benesch dann in die Bresche springen. Ich sage nochmal, alle sappeln hier mal. Ich bin stolz, die Raute zu tragen. Es ist so geil in Hamburg. Es ist schön hier. Tolle Stadt, geile Fischbrötchen. Wahnsinn. Geile Muttis, die hier rumlaufen an den Landungsbrücken. Alle sind sie glücklich, die hier spielen dürfen. Viel Geld verdienen. Aber den Fans seit einem Jahrzehnt nichts wiedergeben. Leute, denkt über euren Job nach. Ihr habt 90 Minuten plus Nachspielzeit. Alles auf diesem Platz zu lassen. Das ist euer Job. Und das sollte euer Herz auch am Ende und auch Anspruch sein, alles an diesem Tag zu geben, wenn es dann nicht langt. Ich höre immer nur Wahnsinnsstimmung innerhalb der Truppe. Ich sehe aber auf dem Platz nicht, dass der eine gerne für den anderen läuft und fightet, macht und tut und umfällt und eigentlich nach 70 Minuten platt ist oder 60 Minuten, die runtergenommen werden und Steffen Baumgart wechselt rechtzeitig. Geile Nummer. Der nimmt auch genau die richtigen runter. Aber ich sage ja nochmal, das Trikot kannst du in den Schrank hängen. Das kannst du trocken in den Schrank hängen. Ich appelliere an euer Herz. Jungs, ihr tragt die Raute. Gib Gas. Habt doch Spaß am Fußball. 57.000, geiler Support. Scheiß auf Schule und Arbeit. Aber ich appelliere an euch, alles am Ende auch reinzulegen, 90 Minuten Gas zu geben. Das kann nicht so schwer sein. Ihr raubt einen die Gesundheit, ja? Ihr raubt einen die Gesundheit mit eurer lapidaren Einstellung. Und damit lasst es dann auch am Ende stehen, ja? Wir alten Jungs, wir haben noch eine andere Einstellung, auch im Job, egal was wir heute machen. Denkt drüber nach. Denkt einfach drüber nach. Gebt alles, alleine für euch selber, für eure Karriere, um weiter den nächsten Step zu gehen, ja? Das ist, ihr habt das Hobby zum Beruf gemacht. Ihr habt alles, was ihr wolltet, erträumt habt, habt ihr euch erarbeitet. Und jetzt lasst ihr es dauerhaft liegen und schaut zu. Schaut zu. Und immer noch mit Respekt vor Osnabrück. Wie ein Tabellen-18. Mit 10 Mann das Spiel in unserer Festung, in unserem Volkspark, am Ende nach Hause fährt. Da sage ich auch, Chapeau. Nur der HSV.